Der Kaffee. Zeigt schon, was wir jetzt machen werden. Ich bin ja nicht allein da. Ich habe auch noch den Microbit mit dem T-Erweiterungsstück und dem Leuchtdiodenmodul da. Und wie wir schon gesehen haben, das Programm ist jetzt nicht sehr schwer. Aber da werden wir uns jetzt noch ein paar Sachen anschauen. Also, der erste Schritt war Digital Write. Das heißt, da gibt es nur die Zustände 0 und 1. Da gibt es aber noch was anderes. Also, Advanced, Pins und dann nehme ich da jetzt das Analog Write. Und das Digitale tue ich mal weg. Da sieht man jetzt sofort, da steht was anderes. Da steht Analog Write Pin P0 zu 1023. Das heißt, dieses Ding kann 1024 Zustände annehmen. Also von 0 bis 1023. Ich verwende es dafür, um diese Leuchtdiode dort zu dimmen. Das heißt, wenn ich da jetzt einfach locker mal reinschreibe, die Hälfte ungefähr, so bei die, machen wir mal bei die 500. Ich kann es ja direkt reinschreiben. So, mit der Tastatur, muss ich nicht den Schieberegler da verwenden. Ja, dann nenne ich das jetzt einmal LED 2 und sage da Download. Dann fragt er mich, wohin. Und wir speichern das wieder auf den Microbit. Das wird übertragen. Naja, und die Leuchtdiode leuchtet wieder, aber jetzt halt nur halb so stark. Tja, wenn man das sehen könnte. Deswegen tun wir einfach ein bisschen weiter mit dem Programm da. Und da kann ich ja sagen, wenn ich den Knopf A drücke, dann soll er da die Hälfte schreiben. Wenn ich den Knopf B drücke, dann schreibt man da ...1023. Dann schauen wir mal, ob wir da einen Unterschied sehen. Speichern. Jetzt wird es gerade übertragen. Und wie wir so schön sehen, passiert jetzt gar nichts, weil Forever ist ja nicht mehr. Aber wenn ich A drücke, sollte es sein. Und wenn ich B drücke, dann ist sie heller. Wenn ich A drücke, ist sie wieder schwächer. Okay.